Die Ideenexpo in Hannover begeistert junge Menschen für Naturwissenschaften und Technik. Ein prominenter Fan der Veranstaltung, Ministerpräsident Stefan Weil. Wenn du wirklich ein ganz buntes Gewimmel, aber voll mit jeweils hochinteressanten Angeboten erleben willst, wenn du eine unbeschreibliche Atmosphäre erleben willst, dann geh mal hin zur Ideenexpo, denn da wirst du fündig. Das kann man nicht mit Worten so abstrakt beschreiben, das muss man erlebt haben. Jeder, der nicht da gewesen ist, der hat einen Fehler gemacht. Mit mehr als 340.000 Besuchern ist die Ideenexpo das bundesweit größte Jugendevent für Naturwissenschaften und Technik. Ein Alleinstellungsmerkmal für das Land. Das Land Niedersachsen kann richtig stolz darauf sein, dass die Ideenexpo bei uns stattfindet. Niedersachsen ist bedauerlicherweise ein Bundesland, das besonders stark betroffen ist vom demografischen Wandel. Wir haben künftig weniger junge Leute. Wir brauchen gute Ingenieure, gute Techniker und Technikerinnen vor allen Dingen. Und deswegen haben wir ein großes Interesse daran, dass gerade unsere jungen Leute ein Gefühl dafür kriegen, wie sehr Technik und Naturwissenschaften begeistern können und dass das ein wirklich ausgesprochen schöner Beruf sein kann, wenn man sich dafür entscheidet. Und deswegen freue ich mich sehr darüber, dass wir die Ideenexpo in unserem Land vor unserer Haustür haben. Berufliche Orientierung ist das zentrale Thema auf der Ideenexpo. Ich empfehle den Besuch der Ideenexpo natürlich Schülerinnen und Schülern, angehenden Studenten, allen jungen Leuten, die sich ein bisschen fragen, na, wo sollst du mit mir mal hingehen? Und die ein bisschen offen sind für Technik und Naturwissenschaften. Ich empfehle den Besuch Lehrerinnen und Lehrern, am besten gleich mit ihren ganzen Klassen zusammen. Ich glaube, es gibt eine Fülle von Anregungen auch für den Unterricht. Ich empfehle den Besuch vor allen Dingen aber auch Repräsentanten von Unternehmen. Die können, glaube ich, da eine ganze Menge lernen, wie man junge Leute ansprechen muss, die man später einmal als Fachkräfte im eigenen Unternehmen willkommen heißen will. Politiker können da auch jede Menge lernen, da weiß ich, wovon ich rede. Journalisten auch. Also ich glaube, eigentlich sollten da alle hingehen.